Moin Internet, oder sollte ich besser sagen, guten Abend, denn es ist Abend. Ich habe meine Ausgehschuhe an, denn ich gehe heute auf eine Filmpremiere. Und zwar sind wir in Paderborn im UCI, Kinopalast, Kinotempel, irgendwas. Und da findet heute die Premiere von Tunnelblick statt. Tunnelblick ist ein Film von einem Bekannten von mir, Alek Paimanov. Dem habe ich damals ganz viele Sachen gezeigt, als ich noch Tutor war an der Uni. Und der hat mit Zero Money, null Geld, kein Budget, beziehungsweise sehr kleinem Budget, einen kompletten Kinofilm gedreht, geschnitten, geschrieben, produziert, alles. Und jetzt ist heute hier die Premiere in Paderborn. Ich bin super gespannt. Gucken wir uns mal an, wie die Premierenfeier so aussieht. Es gibt einen Sektempfang, alles weitere drin. Das ist schon schön hier in der Lego-Galerie. Hier haben wir übrigens auch mal einen Kurzfilm gedreht. Das war schon sehr lange her. So, wir haben gleich die Kinopassage erreicht. Dann schaue ich mal, wo das ist. Ich war erst einmal im UCI, glaube ich. Was haben wir da geguckt? Avengers oder so ein Quatsch. Ich bin sehr gespannt, wie sie das hier alles aufgemacht haben. Und ich hoffe, dass ich heute ein paar bekannte Gesichter aussehen werde. Sonderveranstaltung. Schade, dass es nicht vorne dran steht. Aber ich glaube, es ist doch nur für geladene Gäste. Oh, da haben wir es. Da ist das Filmplakat. Ich bin... Bitte? Wo ist Alina? Die ist auf Soester Kirmes. Die ist woanders. So. Leider kein Plus Eins heute, aber bin ich halt nur mit der Kamera hier. Ja, cool, ja, ist ausverkauft, habe ich gehört. Ja, also wir sind den Tag ausgefahren, aber wir haben noch Abendkasse gemacht, weil wir haben das zuerst bis 1. November war das. Mhm. Aber viele Leute haben angerufen und haben gesagt, nee, also das geht nicht, weil wir können nur letzten Tag kommen. Und wir haben die extra noch Abendkasse jetzt aufgemacht. Ja. Und, ja. Ja, jetzt gucken wir jetzt, wie das auf großer Leinwand aussieht. Ja. Also ich habe schon gesehen, aber für Leute, die zum Beispiel im Projekt waren, natürlich, das ist noch interessanter, weil sie sehen sich selbst da. Ja, ja klar. Da gucken wir. Stark. Ey, und der Film ist schon so 2 Jahren in der Mache, oder? Also ihr habt doch vor 2 Jahren angefangen, ne? Genau, also vor 2 Jahren haben wir angefangen. Also leider konnten wir nicht immer damit beschäftigen. Ne? Da musste man andere Sachen auch machen zum Beispiel oder andere Projekte auch zwischendurch. Das hat sich ein bisschen gedauert eigentlich. Ja. Aber sonst ja. Dann mache ich erst mal. Nochmal. Ja. Heute unterwegs im Vlogging-Modus. Ja? Vlog, Vlog, Vlog. Mega gespannt auf den Film. Wie lange ist er jetzt geworden? 2 Stunden 40 oder was? Nee, jetzt, also war für 2 Stunden 50. Ja. Ja, genau, ist Extended Version, aber danach wurde uns klar, dass so eine... alles Gute. Dankeschön, genau, also und danach dachten wir, okay, für Kino muss man es ein bisschen kürzer machen. Und glaub mir, das Film kürzer zu machen, hat länger gedauert, als den ganzen Film drehen und zusammenschneiden. Ja, das glaube ich. Weil konnte man nicht einfach irgendwelche Szenen wegmachen, weil das kommt irgendwelche baut logische... Baut alles aufeinander auf. Genau. Aber ja, letztendlich ist es schon weiter. Krass, krass. Ey. Also jetzt dann so 90 Minuten, 2 Stunden oder so? Oder? 2 Stunden. Jetzt genau 2 Stunden. Wow. Mit Absparen und so, ungefähr 2 Stunden, 1 Minute oder sowas. Ja. Geil, und hast du mal ausgerechnet, was das Ding dich gekostet hat? Also wie viel Budget hattet ihr so für den Film? Achso, das ist eine gute Frage. Ja. Das wollten wir, ist eine von den Fragen, was wir vorher nicht sagen wollten. Ja. Damit die Leute, die Zuschauer, keine falsche Meinung haben. Ach so, weil wir machen das so nach dem Film, eine Film über Film, wo wir alles erzählen, alles erklären, wie das alles gemacht wurde, weil das Projekt ziemlich hat so ein paar Besonderheiten. Ja. Über den man eigentlich sagen muss. Also habt ihr noch so ein Making-of quasi dazu gedreht? Genau, also so Film über Film, einfach wie das gedreht wurde, geil. Wie und was, wann. Ja. Ja. Das muss auch interessant sein. Stark, ich bin mega gespannt. Dankeschön. Ich habe einfach Bock auf einen richtig gemütlichen Filmabend. Ich schaue jetzt mal, ob noch die Leute, die ich kenne, ob August da ist. Chris habe ich schon getroffen gerade und misch mich mal unters Volk. Cool. Ich bin mega gespannt. Wie geht's dir? Gut, Philipp, ja. Machst du immer noch deine Vlogs? Klar. Ah! Oh, so schlecht, egal. Voll geil. Voll geil, dass du da bist. Ja, ich wollte ein bisschen was über die Premiere, so ein bisschen so auch mit unterhalten mit den Leuten, die mitgemacht haben am Film. Es ist ja gut, dass du jetzt da bist. So. Du hast ja das Schauspieler in dem Film, ja? Richtig. Was ist deine Rolle in dem Film? Also, ich bin der Marc. Und ich bin auf der Suche nach der Freiheit. Nach finanzielle. Und moralische Freiheit. Mhm. Und daher möchte ich was ganz Böses begegnen.
Ja. Okay. Und das gelingt mir auch. Und was daraus wird, seht ihr auch alle im Film. Oh mein Gott, ich bin so mega gespannt. Hey. Parkt irgendwo. Geht rein. Wir kommen gleich nach. Und unter solchen Bedingungen willst du sie halten? Alter, sie wird hier nicht wohnen. Sie wird nur ein paar Stunden schlafen. Jan hat uns neue Informationen geliefert. Jetzt haben wir Arbeitsplan, Unterrichtsplan und neue Fotos. Du verstehst einfach nicht, wie riskant die ganze Sache ist, oder? Ja, alles kann schief laufen. Alles. Was denkst du über das Ganze? Du weißt, was ich denke. Dass wir alle das Geld brauchen. Einige von uns sind hier nicht ganz bei der Sache. Er zweifelt. Ja, das tue ich. Wenn das schief läuft, dann sind wir richtig am Arsch. Ja, dann lass uns einfach alles absagen. Aber ich kann euch eins versprechen. Viel schneller als ihr denkt, wird dieses Leben vorbei sein. Und dann sterbend, in euren Betten, werdet ihr das aber richtig bereuen. Ich weiß, du hast diese Gespräche satt. Aber ich muss dich etwas fragen. Bist du sicher, dass du das wirklich machen willst? Keiner wird zu Schaden kommen. Was haben wir getan? Wohin jetzt? Wir müssen hier weg! Max, sag mir, wo sind die anderen? So sehr mich euer Drama auch berührt. Wir müssen jetzt weiter. Komm! Das ist alles nur deine Schuld. Nur deswegen sind wir hier. Das ist Wahnsinn, Mark. Das ist ein riesiger Projektor. Und jeder, der hier steht und manche noch da geblieben sind, auf jeden Fall, jeder hat für dieses Projekt was gemacht. Auf jeden Fall. Alle haben ziemlich viel Mühe gegeben, ziemlich viel Zeit investiert. Und also nicht nur Zeit, sondern mit anderen Sachen auch geopfert. Auf jeden Fall, wir sind jetzt, also wir freuen uns, dass Sie heute mit uns hier sind. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen und bis nächstes Mal wahrscheinlich. Ja. Wow, was ein Film, den Alec und sein Team da auf die Beine gestellt haben. Ich bin richtig beeindruckt. Das war für mich super spannend zu sehen, weil ich kenne ja die Hälfte des Casts. Also ich kannte die Hälfte des Casts und weiß, wie die sonst so drauf sind. Und es war super schön und super cool zu sehen. Also ich war wirklich unterhalten. Ich habe mich wirklich sehr gut unterhalten gefühlt. Ja, wow, ich bin einfach, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Ich fand es super cool, einen kompletten Spielfilm zu sehen, einen Action-Thriller, der in Paderborn spielt, in der Uni auch. Also das ist ja auch ein Habitat, wo ich mich sehr gut auskenne. Das war wirklich sehr cool und refreshing. So, ich fahre jetzt nach Hause und dann ab ins Bett. Wenn ihr diesen Film auch sehen wollt, folgt dem Film. Der Film hat eine eigene Facebook-Seite. Ihr könnt dem Film auf Facebook folgen, Tunnelblick. Einfach mal suchen oder Link in der Beschreibung. Den könnt ihr euch hier unten abzapfen. Also in der Beschreibung. Like, wenn ihr diese Anspielung verstanden habt. Diese Simpson-Anspielung. Ah, jetzt hab ich's gesagt. Das war's im Prinzip. Es war ein wunderschöner Nachmittag, Abend, eine wunderschöne Abendveranstaltung. Interessantes Framing. Das war's. Ich werde jetzt noch das Footage von der GoPro sichern. Und daraus was zusammenschnibbeln.
Pokémon Go spielen.